Die Aufzeichnung läuft. Ich mache das jetzt mal mit Bild. Nehmen wir mal abwechselnd, denn ich war ja gerade schon vor der Kamera. Und wir schauen uns den Text an, der zu übersetzen ist. Und zwar habe ich den mal vormarkiert nochmal. Das bedeutet, eigentlich sollte man sich auf was einigen. Ich habe es immer so gemacht, ich habe dieses Prädikat immer unterstrichen, blau, alle Prädikate. Und wenn kein Subjekt da war, wie hier, das habe ich jetzt unterlassen, das können wir noch nachholen, die Personalendung S noch einmal, nur die zwei Buchstaben noch mal unterstrichen, genauso hier das Riss. Dieser Text ist voller Verbformen, klar, es ist eine neue Konjugation eingeführt, neue Vokabeln, Deponentien, und dann ist der Text dafür da, um Verbformen zu üben. Wir gehen den Text einfach mal durch. Ich klammer auch immer gewisse Einheiten, was zusammengehört, weg. Multis in offici ist. Du bist occupatus, natürlich hier nicht in, sondern mit. Multis offici ist. Hier nimmt man natürlich am besten, du unternimmst multa weiter. Ach ja, zur Einleitung angesprochen ist der Plinius und die Marcella will damit. Sepe exterior quam raro tibi sit. Da muss man von experiere das Richtige herausfinden. Experior, wie Graro, tibisit otium. Ein Dativ des Besitzes und der Konjunktiv Präsens von esse sit steht deshalb, weil es sich um einen indirekten Fragesatz handelt. Muss nicht übersetzt werden. Konjunktiv im Nebensatz. Weiter. Precor, wieder die erste Person Singular. Te frater. Ein finaler, neben ein finaler Satz mit ne. Ich precor te, damit du oder dass du nos ne kleckerst. Dann ein Konjunktiv optativ. Willem, hoffentlich passt hier nicht, weil wir gesagt haben, bei Konjunktiv Imperfekt nehmen wir immer, wenn doch. Wenn es doch wäre, Komma, T, Segwi. Infinitivkonstruktion hinten an. Dann den Prohibitiv haben wir heute gehabt. Ne quaes, das ist, sagt der Plinius. Ne me reprehendas, dann ein Jussiv. Ne me reprehendas. Wie du sollst mich nicht. Oportet me, wer das nicht kann, der muss die Kapitel 76, 77 grammatikalisch nochmal kurz wiederholen, was wir heute getan haben. Es gehört sich abhängig ein ACI. Da streiche ich Akkusativ rot, das me, ich, sequi, Folge. Hier natürlich nicht Reichtum oder Reich, Königsherrschaft, sondern logischerweise Befehl des Imperators, hier Kaiser. Marcella spricht, wir kommen in die Dicta des Horaz, dich das Horazii, wohin in mentem, welche du mich, docuisti. Loquimur, solange tempus jam fugit. Ein philosophischer Satz, das heißt, während wir sprechen, vergeht schon die Zeit. Aber hier fugit natürlich die Bedeutung beachten, fugere, fugio.
Fugi, fugiturus, flieh, meiden vor, entfliehen, entgehen. Dahin schwinden. Deshalb carpe diem, aber Fragesatz, aber quomodo homo, wen oder was diem carpere pot est. Dann wieder ein Fragezeichen, das nicht übersetzt wird, das angehängte ne. Wird, Achtung, wird dies carpe negotiatis? Hier agis du. Nochmal dieselbe Frage. Die esne carpitur. Wenn preest du an der, also längst leitest, wen oder was provinci is, im lateinischen mit Dativ fast die ganze Zeit. Oder carpens dies, diem carpis, wenn du solutus, wenn du, Komma, solutus curis, Komma übersetzt man am besten. Mir und dem Gaius, dich, mir und dem Gaius nehmen wir Willen. Hingegen, was du nicht widmest. Ja, das waren meine Erklärungen dazu, das zur schriftlichen Hausaufgabe. Ich korrigiere wieder. Hoffe, sie kommt sehr zahlreich und wird zahlreich wieder abgegeben. Arrivederci. Gehen wir raus, gehen wir raus, gehen wir raus. Das machen wir jetzt Aufzeichnung. Nochmal folgendes. Aufzeichnung beenden.